Ja, der Eisbrecher heute ist Chang. Okay. Erster Sommerliga-Gewinner, den wir jemals hatten. Ja, jetzt bist du ja schon wieder hier. Du kannst nicht genug von Wettkämpfen kriegen, könnte man meinen. Ja, also Sommerliga war jetzt vor 2 Jahren und das konnte ich sehr gut mitnehmen und war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Ja. Warst ja auch in den USA bei dem Wettkampf und hast dort am Venice Beach gewonnen. Vielleicht kannst du ein paar Eindrücke von damals noch ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, also LA war ich noch nie und das war jetzt aber trotzdem meine zweite amerikanische Reise gewesen. Und allgemein, der Wettkampf war wirklich fabelhaft. Also kann ich es jedem nur empfehlen, aber ich glaube, aktuell seid ihr jetzt mit der Arnold Classic unterwegs, ne? Diesmal waren wir mit der Arnold Europe, richtig? Genau. Aber ansonsten, falls das mal wieder kommen sollte, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil das war echt eine geile Erfahrung. Die Arnold Europe war doch auch nicht schlecht, also die Berichterstattung war doch schön mit Jacqueline und Chan. Ja. Jetzt geht es aber hier um die internationale deutsche Meisterschaft und du bist immer noch Men's Physik Athlet. Genau. Also man muss ja immer fragen, weil es gibt ja jetzt so viele neue Klassen. Classic Physik zum Beispiel, das ist ja auch was sehr gefragt ist. Ich mach's kurz, können wir was sehen? Jetzt sofort. Bin ganz direkt. Kurz ein bisschen besser jetzt. Geht uns ja allen so. Bis morgen ist das Wasser raus. Mhm. Ja. Ich tue mein Bestes. Ja, gib noch ein paar Daten so durch. Gewicht, Wie viel hast du schon an Kohlenhydraten geladen? Wie viel soll noch rein? Also diesmal habe ich schon ein bisschen mehr geladen. Mehr bedeutet aber bei mir so ca. 900 bis 1000 Gramm Kohlenhydrate. Über drei Tage, genau, insgesamt. Also ein Tag wäre auch schön, aber ja, 3 Tage. Genau. So Pläne habe ich auch schon gehört, von Bikini-Athletinnen zum Teil. Ach krass, okay, das ist schon viel. Ja, ja, ansonsten wiege ich aktuell 78 und bin in der Messphysik 1. Also das bedeutet 1,74 Meter an dem Wettkampftag, bin ich groß. Ja, jetzt Sommerligasieger, Sieger in USA. Weniger als hier zu gewinnen für dich eine Option? Also mein Ziel ist auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft, Meister zu werden, genau, weil das war schon eigentlich von Anfang an mein Ziel gewesen und ja, mal schauen, was morgen dann so ansteht für mich. Ja. Ich gebe mein Bestes. Das wissen wir. Wir drücken die Daumen. Chang. Ja, danke.